Hallo Freunde, heute bei diesem wirklich herrlichen Wetter. Also mehr als herrlich, wollte ich ganz gerne ein Experiment starten. Und zwar wollte ich ganz gerne wissen, was passiert, wenn dieses, ich würde schon sagen, Profi-Ladegerät, das ist schon was Besseres, falschrum angeschlossen wird. Sagen wir, das Gerät in die falschen Hände, die Person kennt sich damit nicht aus und schließt statt Minus an Minus, Plus an Minus an. Das wollen wir jetzt einfach mal starten. Also wir haben hier einmal das Aldi Profi-Ladegerät, mal hier vorne eine Bata Gelbatterie, wartungsfrei. Ich habe es auch selbst noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Ich vertraue mal stark darauf, dass das Gerät das erkennt. Das ist jetzt meine Meinung. So, was machen wir als erstes? Erstmal tun wir Strom rein. Zack, auf jeden Fall geht da schon was. So, jetzt haben wir hier Minuspol und Pluspol, sieht man auch. Und hier haben wir den Minuspol hier vorne und den Pluspol da vorne. Zuerst mal gucken wir mal, was passiert, wenn wir ganz normal Minus an Minus und Plus anschließen. Ich muss zugeben, es ist dadurch, dass es sonnig ist, da zeigt mir 12,2 Volt an. Also hat er schon mal erkannt. Tip cycled, Start, also ich kann das auch laden, wenn ich möchte. Alles da kein Problem. Der lädt auch. So. Wobei hier steht geladen, dann charged. Also normalerweise ist alles gut. So, jetzt nehmen wir das einmal ab und tun ganz, ganz blöd Plus an Plus und Minus an Minus. Und wenn man deutlich sehen kann, zum einen komischerweise zeigt er da unten 6 Volt Regularbatterie an, aber er tut gar nichts. Also hier leuchtet gar nichts. Also das Gerät tut nichts. Also wenn man sehen kann, also mit diesem Gerät, selbst wenn man ja, aus Versehen Minus an Plus und Plus an Minus tut, passiert gar nichts. Also er erkennt das und macht nichts. So, jetzt wollen wir prüfen, ob alles noch in Ordnung ist. Ich tue wieder Minus an Minus, Plus an Plus, so wie es sich gehört. Ja. Und er zeigt mir wieder 12,3 Volt an und ist geladen. Wieder leuchtet hier, ist angeschlossen, connected, 12,3 Volt und charged, geladen. Da steht 12 Volt Deep Cycle Batterie. Das ist so eine Gelbatterie. Was interessant ist, dass das Gerät so laut wird immer. Nach einer Weile. Warum auch immer. Naja. Auf jeden Fall, wie jeder erkennen kann. Also, es kann nichts passieren, wenn man sich vertut. Es sprühen keine Funken. Es tut sich gar nichts. Das Gerät erkennt es. Warte mal, ich schließe das mal ab, das ist mir doch ein bisschen zu laut. Das Gerät erkennt das direkt und macht gar nichts. So, das war's schon. Vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video.